Herzlich willkommen zur Tierjagd. Das hört sich sehr gruselig an. Ich meine das aber positiv. Das wird jetzt sehr cool. Das Bild ist sehr cool. Ah, Dick ist so froh, Sie zu sehen. Dick ist neulich dieser Sack im Raum aufgefallen. Sie brauchen ihn sicher für Ihre Schulaufgaben. Dick hat sowas schon mal gesehen. Dick nennt es einen Schnappsack. Eieiei. Perfekt zum Sammeln und Transportieren von Tierwesen. Ha, angenehme Brise. Ich habe über etwas nachgedacht, das Professor Howen im Tierwesenunterricht gesagt hat, dass ich in meiner Freizeit möglichst viele Wesen studieren sollte. Sie meinte auch, dass es hier Wilderer gibt. Vielleicht sind die Tierwesen bei uns besser aufgehoben als allein hier draußen. Denselben Gedanken hatte Dick auch. Sehen Sie, der Raum wusste genau, was Sie brauchen. Und zum Glück kann Ihnen Dick zeigen, wie und wo man den Schnappsack am besten nutzt. Geil. Let's go. Dick, show me. Kommen Sie mit. Unser erster Halt ist das Burggelände. Wir können jetzt gehen oder Sie wenden sich später an Dick, wenn Sie bereit sind. Jetzt. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Perfekt. Dick liebt Ausflüge. Sehr nice. Oh, ist das cool. Oh mein Gott. Ich bin sehr gespannt, was wir ein fangen schlimmer werden. Schlimmer Wilderer. Dick hasste es, für ihn zu arbeiten. Ach so, ich habe die Tasche noch Schlimmes gar nicht. Okay. Angetan. In dieser Zeit sah Dick zum ersten Mal einen Schnappsack. Schön. Okay. Wenn er einmal für gute Zwecke eingesetzt wird. Knuddelmuffs! Oh, er kommt wieder zurück. Wir sind da. Okay. Dick liebt es, die Wesen hier zu beobachten. Besonders die Gruppe Knuddelmuffs in der Nähe. Es ist schön, wenn Sie sicher sind. Gehen Sie nur nahe genug heran, richten Sie den offenen Schnappsack auf den Knuddelmuff und drin ist er. Alles klar. Ich soll einfach nur nah genug herangehen. Oh, wie süß! Oh mein Gott, wie süß! Ja, ich hab einen. Da kommt noch einer. Moment. Das muss ich ganz kurz überprüfen. Sammlungen? Nein. Inventar. Oh, ein weibliches Knuddelmuff. Oh mein Gott. Okay, ich hätte ganz gern noch ein männliches Knuddelmuff. Das ist ein männliches Knuddelmuff. Okay, das ging nicht. Sind die kleinen Kerlchen jetzt? Ah, wieder da oben. Okay, alles klar. Ist da auch mehr Farben? Sehr cool. Das glaubt Professor Howen nie. Oh, ihr seid so süß. Let's go. Hallo, Dick. Machen wir weiter? Ja, das war gerade mit meinem Bein. Dick hatte schon Sorge, dass sie ein Wilderer erwischt haben könnte. Vielleicht sollten wir uns sputen. Die Jobberknolle sind gleich hier, in dem großen Baum. Doch, Jobberknolle. Dick hat mal gesehen, wie fliegende Tierwesen mit Livioso verlangsamt wurden. So kann man den Schnappsack leichter einsetzen. Was? Wenn ich keine Tierwesen finde. Was, wenn ich im üblichen Lebensraum keine Tierwesen finde? Tierwesen entfernen sich selten weit von ihrem Heim.
suchen Sie in der Nähe oder warten Sie einfach, bis Sie zurückkommen. Okay. Hast du irgendwelche Tipps, wie man schwer fassbare Tierwesen rettet? Levioso ist nicht bloß hilfreich, um fliegende Tierwesen zu retten. Sie erwischen damit auch allgemein schwer greifbare Tierwesen. Okay. Verwenden Sie diesen Zauber, wenn Sie auf ein kleines oder schwer zu fassendes Tierwesen treffen. Mhm. Hast du irgendwelche Tipps, wie man schwer... Würdest du mir vielleicht davon erzählen, wie es war, für deinen früheren Herrn zu arbeiten? Deeks Herr war nicht nett zu Tierwesen oder zu Deek. Für ihn waren sie nur eine Einnahmequelle. Als Trankzutat, Arbeitstier und... Mehr will Deek nicht sagen. Aber Deek ist gerne in Hogwarts, wo er sich um Tierwesen kümmern und alles wieder gut machen kann, wozu sein Herr ihn gezwungen hat. No. Dann rette ich mal ein Jabbernoll. Viel Glück. Deek wird hier warten. Da vorn. Ich möchte wieder ein männliches und ein weibliches Tier haben. Okay, einen habe ich. Ich passe auf dich auf. Sehr cool. Sehr cool. Na klar, immer doch. So, Deek, I'm ready. Hallo, Deek. Ist das die Lichtung, die du meintest? Ja. Die Mondkälber versammeln sich am großen Baum mit dem Spiralmuster, aber nur unter dem Licht des Mondes. Wenn sie also nicht zufällig eine Methode kennen, um die Zeit zu beschleunigen, dann müssen sie wohl bis Anbruch der Nacht warten, um sie zu sehen. Oh, wie süß. Oh, Scheiße. Kein Grund zur Aufregung. Ich tue dir nichts. Ich muss... Meins. Süß. Ruhig. Ich tue dir ja nichts. Los. Das glaubt Professor Howen nie. Das eine wurde aus Versehen auch mit hochgehoben. Ich tue dir ja nichts. Das wollte ich nicht, Entschuldigung. Okay. Wir haben erfolgreich sieben Tiere gerettet. Ich bin richtig stolz. Einen männlichen Jabbernoll, einen weiblichen, einen männlichen Knuddelmuff, einen weiblichen. Ein weibliches Mondkalb, ein männliches und noch ein weibliches. Süß! Oh mein Gott, cute! Da sind sie ja. Jetzt zeigen wir den geretteten Tierwesen ihr neues Zuhause. Aber, hier ist nicht genug Platz für sie. Man stelle sich nur vor, wie sie hier herumwüten. Das geht gar nicht. Wenn Sie sich darauf konzentrieren, was die Wesen brauchen, hilft Ihnen der Raum. Okay. Das ist mein Denkergesicht. Oh mein Gott. An was genau hatten Sie gedacht? An was genau hatten Sie gedacht? Na nun. Ein sehr großes Vivarium. Sie haben es geschafft. Aber was ist es? Das weiß Deek nicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Wir treffen uns drin, wenn Sie bereit sind. Okay. Oh mein Gott, wie cool. Oh mein Gott, wie cool. Let's go. Oh. Wahnsinn. Sehen Sie nur, es ist unglaublich. Geil. Wo sind wir, Deek? Es sieht aus wie eine Heimat für Ihre Tierwesen, eine Art Tiergehege.
Ihre Tierwesen werden hier behaglich leben, gesund und behütet. Vielleicht möchten Sie sie freilassen, ihnen ihr neues Heim zeigen. Definitiv. Das möchte ich. Mit H. No. Wieso kann ich... Wieso kann ich die anderen hier nicht reintun? Das finde ich seltsam. Oh! Oh! Wie cool! I love it! Dick glaubt, das Gehege wird ein schönes neues Heim für ihre Tierwesen. Ganz bestimmt. Ich hoffe nur, wir haben genug Platz für alle. Das hofft Dick auch. Falls der Platz aber doch knapp wird, hilft ihnen Madame Peck bei Schnabel und Brut in Hogsmeade, ein sicheres Heim für sie zu finden. Gibt es Wesen, die nicht in den Raum passen? Ja, sie ist dafür bekannt, dass sie sich um Tierwesen in Not kümmert. Und sie bietet dafür einen guten Preis. Okay. Apropos kümmern. Tierwesen, die gut gefüttert und gepflegt werden, liefern wertvolle magische Materialien wie Knuddelmuffhaare. Oh. Wenn sie magische Materialien von ihren Tierwesen sammeln, zeigt Dick ihnen, wie sie sie verwenden. Sehr gut. Okay. Ich sage Bescheid, wenn ich welche habe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist... Ja, I know. I know, I know, I know. Moment. So. Erstmal bürsten. Oh. Oh mein Gott. Mein Herz. Es ist so süß. Sehr cool. No. Sammeln. 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 Oh mein Gott. Ich kann die doch auch benennen, oder? Oh Gott. Oh Gott. Oh, ihr süß. Oh. Das ist ja so cute. Okay, Dick, ich hab die Sachen. Wo ist Dick? Da ist Dick. Ich habe magische Materialien gesammelt, Dick. Dick kann Ihnen zeigen, wie Sie sie anwenden. Mit dieser Zauberanweisung müssen Sie einen verzauberten Webstuhl beschwören. Einen verzauberten Webstuhl? Ganz recht. Damit können Sie magische Materialien nutzen und in jede Faser Ihrer Kleidung Magie einweben. Dadurch wird sie auf verschiedenste Weise nützlicher. Versuchen Sie es doch mal. Dick glaubt, Sie werden vom Ergebnis begeistert sein. Dann probiere ich jetzt den Webstuhl aus. Verlasse das Tiergehege. Ja. Moment. Ich möchte nämlich wissen, wie weitläufig das jetzt hier ist. Hier hinten. Hier gibt es nämlich auch Sachen. Oh. Mein Gott. Oh, ich habe Boden. Sammlung aktualisiert Boden. Ich habe Boden. Keine Ahnung, was das ist. So ähnlich wie so eine Statue. Oh wow, das ist ja so cool. Okay. Hier drin kann ich nicht fliegen, ich kann hier aber rumlaufen und alles erkunden. Okay, und hier ist quasi ein Allverwandt. Okay, alles klar. Sehr cool. Mauer habe ich bekommen.
hier kann ich rein theoretisch auch hochklettern. Alles klar, brauche ich jetzt aber nicht. Danke. Kann ich ins Wasser? Oh ja. Heißt das, rein theoretisch könnte ich Wasserlebewesen halten? Da bin ich halt auch gespannt, ob Hogwarts Legacy ein Spiel ist, was nachher mit der Story komplett vorbei ist. Oder was immer mal wieder gepatcht wird, wo was Neues hinzukommt. Sprich Story, sprich neue Tiere. I don't know. I wish, weil ich weiß circa, welche Tiere kommen werden. Ich habe sie aber alle noch nicht gesehen. Sowohl auf Fotos nicht, als auch hier im Spiel nicht. Ich weiß halt nur, welche Tiere es ungefähr geben soll. Das ist sehr cool, dass man hier so rumlaufen kann. Sehr cool. Ich bin halt auch direkt im Erkundungsmodus, ne? Aber direkt. Nein, sag mir nicht, ich kann da hinten noch. Nee, Alpha-Wand, okay. Alpha-Wand. Gut, alles klar. Oh, hier gibt's auch Florfliegen. Ich hab eigene Florfliegen. Geil. Geil, geil, geil. Okay, gehen wir erstmal zurück. Sehr gut. Erstmal hier alles einsammeln. Ich brauch das alles. Ganz, ganz wichtig. Oh, was ist hier? Ach, die Sachen haben wir gar nicht eingesammelt. Okay, alles klar. Ich wollte mir doch was zeigen, oder nicht? Ah, was soll ich mit den magischen Materialien? Was sollte ich mit den magischen Materialien tun? Beschwören Sie mit der Zauberanweisung einen verzauberten Webstuhl. Dann können Sie die Materialien in Ihre Kleidung einweben. Kehren Sie zu Dick zurück, sobald Sie etwas verbessert haben. Okay. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich überlege gerade. Wo soll der denn noch hin hier? Moment. Wozu hat man mehrere Räume? Sehr cool, so Lampen und sowas. Gartensachen. Ach, das ist ja unfassbar cool. Schreibtisch. Sehr cool. Bilder. Nein, geil. Verschiedenste Bilder. Okay. Möbel. Der hier passt hier sehr gut rein. Erstmal ein bisschen umdekorieren. Ich kann nicht anders, sorry. Das ist echt mega. Was ist das?
ist das für eine kleine Statue? Oh, Niffler. Oh mein Gott, wie geil. Nee, das ist die, das kleine Wesen kommt hier in die Haupthalle, hätte ich jetzt was gesagt. Das ist so cool. Der hier ist auch süß. Wie kann ich das nochmal kleiner machen? So. Ich bin sehr gespannt. Okay. Und hier? Okay, alles klar. So, dann haben wir alles, nicht wahr? Dann haben wir alles. Ich verbessere ein Kleidungsstück. Okay, das machen wir. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Dem Hut fügen wir jetzt eine Eigenschaft hinzu. Grausamkeit, Hinterhalt, deutlich eher. Erhöhter Zauberschaden während versteckt durch. Ja. Crucio. Incendio. Das möchte ich. Aber das kann ich noch nicht. Ah, okay, alles klar. Sehr gut. Schön. Das sollte ich Dieb zeigen. Ja. Und bevor wir das Dieb zeigen, ziehe ich mich aber um. Ich bin gut ausgerüstet. Ich bin sehr gut ausgerüstet. Die anderen Sachen kann ich nämlich direkt wieder verkaufen. Richtig praktisch. Warum bin ich jetzt rüber gesprungen? Bin ich jetzt fest? So. Deke, I'm ready. Deke, ich habe den Webstuhl benutzt. Wunderbar. Kann ich mit dem Webstuhl auch noch stärkere Magie in meine Kleidung einweben? Ja. Indem sie noch mächtigere Tierwesen retten. Okay. Aber jetzt rät Dieg ihnen, sich ihr Tiergehege anzusehen und die Tierwesen kennenzulernen, die sie schon gerettet haben. Okay. Danke für deine Hilfe, Dieg. Das ist sehr geil. Zäune. Okay, ich habe also einiges. Handbuch. Geil. Geil. Oh. Umbenennen. Oh, Junge. Also, den männlichen Knuddelmuff, den muss ich unbedingt. Hä? Ihn hier, den kleinen. Jobberneul, nee, ich wollte ihn hier. Ja. Den muss ich unbedingt Gerald nennen, so wie der von vorhin. Gerald, richtig süß. Tierwesengegenstände. Eine Fütterungsstation. Sehr.
Sehr cool, die stelle ich hier hin. Für wie viele Tiere ist denn da gesorgt? Ah, okay, ich kann nur eine maximal hier drin aufstellen. Eine Spielbox, ganz wichtig. Und dann habe ich jetzt hier auch noch... Oh mein Gott, ja. I love it. I love it. Zäune. Nee, Häuser gibt es auch noch. Das hier ist richtig cool. Kann ich mein eigenes... Ich kann mein eigenes Dorf bauen, wenn ich das möchte. Nein, ich raste aus. Ist das cool.